So, wollen wir mal weitergehen? Weil alles so ist und weil dir 14 Tage nichts passiert, denke ich mir, hatte man von Anfang an gar nichts vor. Überall täuschte man uns ja nur vor und hat uns das Ding gehalten, wenn wir bei der Behörden waren. Dann kam man nicht rein, dann hatte man keine Zeit, dann waren falsche Termine. Na? Dann haben wir auch zum Gericht hingeguckt, da zuckten die Alten wieder und warteten schon und guckten uns an. Haben wir gesagt, okay, drehen wir gleich wieder um, was soll denn da? Dann habe ich, da gehe ich doch nicht mehr rein. Aber wenn auch immer hier Narkotika einladen mussten, ne? Was man da schön verteilt hat, nicht anders. Eindeutig, das möchte ich doch nochmal sagen, ne? Beispielsweise hier bei der Staatsanwaltschaft hier, ne? Eindeutig das Zeug eingeladen. So, und unten, wo wir dann die Anzeige aufgegeben haben, einmal hat es ja dann noch neu geschrieben. Aber sie haben es absichtlich, haben sie es total verharmlost. Aber wir dachten ja, wenigstens eine Anzeige 2009, weil wir ständig mitrechnen mussten, dass man uns umbringt. Ja. Ne? Und wir dachten eben, dass es eben die Mafia ist, wegen dem Dings. Wegen dem Rauschgift hier, wegen den Heroinlagerungen, diesen riesigen Mengen. Ne? Das haben wir damals gerade rausgekriegt. Man hat es einfach frei rumlaufen lassen und doof gedacht. Man hat gesagt, das steht überall im Polizeikontor. Und hat so eine Scherze, möchte ich auch nochmal sagen. So, und wir hatten hier auch erlebt, dann April, dann am 2. April, wo diese ganzen Sachen hier waren gegen uns, da ist ja bis jetzt auch noch nichts gekommen. Ne? Wir haben da keinerlei Informationen, dass da überhaupt was war. Da waren ja zwei Polizisten mit, weil die haben ja gesehen, was man hier gemacht hat. Man ist einfach mit Gewalt in die Tür gegangen und da war nichts, da leckte nichts und so. Das ist alles totaler Unsinn gewesen. Erinnere mal parallel am 14.01.2010, ne? Wo hier die Polizei einfach auch mit Gewalt reinkam und dann die nach Terrorbilder gesucht hat. Nichts anderes bei der Kerle. Weil wir wissen ja jetzt, die hängen hier alle zusammen, da hätten wir noch Zeit gehabt, bis es mehr war. Das war einzig kalt. Also in zwei Formen waren wir bloß, also unser Müllzimmer war vielleicht 5 Grad, wenn man das reichte gar nicht. So, und das war ein Rieseneinsatz, darüber haben wir keine Aufklärung so. Und der andere war ja dann angeblich im Urlaub. So, und es ist ja auch nichts passiert mit unseren Anzeigen. So, deshalb schlussfolgern wir, weil wir nur hingehalten wurden, ne? Und dann nur zum Vormundschaftsgericht genötigt wurden. Das war denen am wichtigsten. Ja. Deshalb schlussfolgern wir, dass hier weiter alles einfach ist. Also man hat sich das ja mit Drogen und viel Geld und so und viel Bestechlichkeit ja erst erarbeitet. Überall. Deshalb denken wir, dass es einfach alles so geblieben wird. Oder nicht? So, und auch das vermeldet man wohl auch immer mit zum Ausland. Oder nicht wieder? Nichts anderes. Das ist einfach so geblieben. Weil man machte einfach weiter, man hat darauf gewartet, bis es jetzt soweit ist. Ich erinnere nochmal, ich glaube, 6 Monate ungefähr, wir haben das noch nicht genau nachgerechnet und so, konnten wir nicht auf unsere Postfächer, auf unsere E-Mail-Fächer, ne? Also im Internet. Hätten wir das gewusst, hätten wir natürlich sofort neue E-Mail-Fächer eingerichtet. Aber das kann man doch nicht wissen, das möchte ich nochmal allen sagen, weil hinterher ist man immer schlauer. Weil das ist doch so, dass man immer denkt, man kommt drauf. Oder nicht? So, dann waren wir kurz davor, dann hackte man uns erstmal schön, ne? Ja. So, und dann musste man ja alles erstmal ganz neu machen, weil da liefen unsere Computer gar nicht, wer weiß, was da alles drauf war. So, deshalb ist unsere Schlussfolgerung, dass es noch immer so weitergeht. Dass sich hier nichts geändert hat. Warum soll es denn was ändern? Das ist eben das Einfachste, uns hier mundtot zu machen, ne? Und das ist das Billigste hier für Deutschland. Sie haben doch alles von uns. Nun müssen sie bloß aufpassen, dass wir keine Nachkommen haben, keine Kinder, dass das nicht läuft, ne? Damit sie dann das auch in aller Ruhe alles gerafft haben, ne? Und sich alles schön geteilt haben, damit es ihnen gut geht, ne, Nadi? Und natürlich dem besonders im Osten. So, und deshalb vermute ich das ja auch mit der Immobilie, ne? Da ist eine gute Immobilie aufgetaucht und von der hält man uns jetzt natürlich auch fern. Dadurch, dass wir kein Postfach haben und so weiter und so fort. Ne? Das nutzt man jetzt auch wieder als Ausrede. Das möchte ich auch mal so sagen. Weil man hat es dann nur rumfusaunt oder da irgendwie hingeschrieben und so, da sind bestimmt dann andere drauf aufmerksam geworden. Aber wir sollten doch sterben. Die Unfälle kamen doch wieder, haben wir doch gesagt, 2011 schon. Mit Mal haben wir lauter Unfälle wieder. Was ist denn das hier? So, das letzte Mal eben von vor 2,5 Monaten. Oh, wir müssen immer wieder auf der Hut sein. Wir gehen immer wieder an die Straßen, dann hatte. Wir passen immer wieder auf und trinken auch schön rum. Da brauche ich hier keine Sorgen machen.
Anfänger sind wir in der Beziehung nicht mehr, Herr Schieder. Aber das wollte ich auch nochmal sagen. Also, wir vermuten, warum denn nicht? So, und jetzt sind die Blödeschen in der Wohnung und der Nachweis wird ja nicht gebracht, ne? Also, nein, nein, da ist ja nichts und ich bilde mir das nur ein. Das sind schon unsere schweren Krankheiten. Und dass wir das immer beide dann genau zur selben Zeit haben, das ist ja dann dieselbe Zeit, ne? So, also, alles andere, ne? Das geht natürlich nicht. Ne? Meine Frau hat einen ganz anderen Stoffwechsel, weil sie ist eine Frau. Ne? Und ich habe einen anderen Stoffwechsel wie meine Frau. Ja, ich bin ein Mann. Oder nicht, Nadine? Auf die Zweifel soll ich endlich beseitigt haben. So, und deshalb reden wir im Moment vom Glück, dass wir das da oben alles bewiesen haben. Wenn das nämlich alles so weiter ist, was so aussieht, umsonst hat man jetzt nicht gebracht zum Vormundschaftsgericht geschickt. Man hat gedacht, wir sind zu doof und nehmen dann die Wohnung. Dann wäre es vorbei gewesen mit uns. So, und alles andere, also ein Blödi kommt aber nicht drauf. Möchte ich kurz so noch sagen, ne? Da kommt aber nicht drauf hier, was hier alles läuft. Weil wir haben ja keine Auskünfte gekriegt. Das war ja mehr Raten und so, und dann waren ja die Erkenntnisse dran, ne? Nichts anderes. Das haben sie auch in aller Ruhe verfolgt, was wir jetzt in den letzten 7 Monaten aufgeklärt haben. So, und ich persönlich vermute, ich weiß ja nicht, was das ist hier, unter die Steinbrücke. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange das her ist, da haben wir keine Zeit dazu gucken, weil wir laden nur noch hoch. Wir werden immer ganz, ganz stark gestört. Möchte ich da auch nochmal sagen, Herr Martin. So, wir haben da auch noch nichts weiter nachgeguckt, wir müssen uns ja jetzt erstmal bemühen. Und es wird immer kälter und es wird immer schwieriger. Also ich vermute, dass das kommt, seitdem wir es rausgekriegt haben, dass meine Frau gebürtige US-Bürgerin ist. Oder nicht, Nadine? So, und dann müssen Sie mal sehen, haben Sie uns gleich im nächsten Monat das Geld gesperrt oder erst einen Monat danach? Weil jetzt will man es unbedingt wissen, jetzt wird es gefährlich. Ja. Weil US-Bürgerin heißt ja US-Gericht. US-Gerichtsbarkeit. So, die sind da ein bisschen anders. Genau. So, man weiß hier ganz genau seit 1990, was hier los ist. BND-Staatsschutz alles, mit meiner Frau. Ja. Aber hundertprozentig. Ja. Das haben wir uns ja immer nur vorgetäuscht, dass alle anderen so schlau sind oder so. Ne? Ja. Also das kriegt man sofort mit, was meine Frau für ein Kaliber ist. Kein Wunder, dass die ganzen Männer da mein Chef waren und so schlecht zu dir waren. Ich mach hoch, Nadine, kannst du mir entstellen. Das möchte ich nochmal eindeutig sagen, Herr Nadine. Kein Wunder, dass die da mal total durchdrehen, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass eine Frau so sein kann. Ne? Also in der DDR war eine Frau ja noch ein bisschen blöder. Ne? Parteiblöd, nur Frauen. Ne? Egal, was sie da erzählt haben, da gab es keine Gleichberechtigung. Ja, Gleichberechtigung beim Arbeiten und Schuften, ne, Nadine? Aber nichts anderes. Oder wie siehst du das, Nadine? So, das hat man sofort mitgekriegt und nun hat man so ein bisschen kalte Füße und dann hat man sich erstmal entschieden und machen wir erstmal weg. Ne? Also, wir sind jetzt noch ungefähr, noch einen halben Monat im Internet. Ne? Deshalb müssen wir nur noch hochladen und das für uns nutzen, ne, Nadine? Ja. Dann haben wir das Geld nicht mehr dafür. So, und ich muss erstmal unterbrechen.